Hallo liebe Zuschauer von MRL News. Ich bin Peter von Lux Robots und darf euch hier im Edeka Fresh in Ludwigshafen begrüßen. Mit Pepper, einem humanoiden Roboter, war Hightech bei Edeka Crash in Maudach angesagt. Wer einen Ausbildungsplatz sucht, kenne einfach den QR-Code und du landest direkt auf unserer Karriereseite. Aha. Ich freue mich immer über Bewerbungen und neue Kollegen. Der 1,20 Meter große Roboter begrüßte die Kunden, präsentierte Angebote und erläuterte sogar die ganz aktuellen Corona-Vorschriften. Die Maske sollte während des gesamten Einkaufes über Mund und Nase getragen werden. Auch im öffentlichen Personennahverkehr, also in U-Bahnen und Bussen, sowie an Bahn- und Bussteigen. So tragen wir alle dazu bei, uns und vor allem unsere Mitmenschen aus den Risikogruppen zu schützen. Pepper kann unter anderem die Menschen erkennen. Also das heißt, er hat hier Kameras drin, um tatsächlich das Gesicht auch mit Maske zu erkennen. Und dann kann er proaktiv die Gäste ansprechen. Das heißt, Pepper initiiert selbst das Gespräch. Und der Markt kann dann selbst die Inhalte auswählen oder Angebote auswählen, die der Pepper den Kunden vorschlagen soll. Hier zum Beispiel Pfälzer Spargel, frisch gestochen. Regional von unserem Spargelhof Zeim. Die Spargelzeit neigt sich schon dem Ende zu, also jetzt noch zu schlagen. Also er bietet ja schon ein riesen Portfolio an. Nicht nur, dass er informativ ist, dass er auch mal lustig ist, mal einen kleinen Witz hat. Einfach so ein bisschen, um das Einkaufen zwischendurch irgendwie noch einmal zu verschönern oder einfach noch einmal einfach dem Kunde hier noch einmal ein, zwei Tipps zu geben. Von der Begrüßung über Kundeninformationen bis hin zu aktuellen Angeboten und vieles mehr hat Pepper alles in seinem Repertoire. Und wenn es ihm besonders gut gefällt, gibt es noch eine Tanzeinlage. Das war grad